Wohnen dir zwei eigentlich wirklich in einem Wohnwagen? 24 Stunden lang, 2 Wochen lang. Die Frage, die ist in der ersten Woche von Basilisk on Tour dem Jean-Luc Wicki und mir wirklich oft gestellt worden. Und heute Morgen liefern wir den Beweis. Ja, wir liefern den Beweis und geben den intimsten Einblick, den man überhaupt geben kann, bei dieser Basilisk on Tour Geschichte. Wir zeigen euch nämlich, wo dass wir schlafen. Also das im hinteren Teil von diesem Camper. Das ist mein Bett und jetzt muss ich hier schnell runterkumpen. Achtung, ich weiß nicht gar nicht, ob er wirklich wach ist. Kurz durch unsere kleine Küche und durch das Büro, das man nicht sieht, weil es noch dunkel ist. Und, ja, er ist schon wach. Hier oben. Wenn du diesen Lärm machst, guten Morgen. Da schläft ja. Der Jean-Luc Wicki. Das ist so ein Bett hier oben, das man runterklappen kann in der Nacht. Der Tag durch ist es aufgeklappt, damit man kann. Fahren, damit der Tag ist übrigens auch ein bisschen heller. Komm, mach doch mal ein bisschen auf. Ja, jetzt ist ein Tier aufgegangen. So. Ich schlafe hier oben, habe hier ein kleines Sicherheitsnetz, damit ich nicht rausfliege. Ein Leiterli zum Aufkommen. Ein Leiterli, damit ich auf und runter komme. Und wir sind auch froh, ehrlich gesagt, dass es jetzt wieder ein bisschen wärmer ist. Weil es ist dann in der Nacht, letzte Woche, recht kalt geworden. Wir haben also eine dicke Decke müssen organisieren, damit ich nicht friere, weil ich keinen so tollen Militärschlafsack habe wie der Benjamin. Also, ihr seht, wir schlafen tatsächlich jede Nacht im Basilisk Wohnmobil und sind auch nächste Woche wieder unterwegs. Sehen wir ein bisschen frischer aus bis dann und kommen vielleicht auch bei euch vorbei, bei Basilisk on Tour. Basilisk.